Willkommen zurück zu SFS Colony. Weiter geht's, endlich mit einer Rakete. Hier haben wir die Avalon 7B. Die kann 60 Tonnen in den Orbit bringen. Und unter der Nutzlastverkleidung haben wir drei Module. Die bringen wir zur MS Colony und docken die an die Treibstofftanks dort an und bringen damit die leeren Treibstofftanks zurück zur Erde. Das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr etwas länger dabei seid. Es ist halt so eine Sache, die halt einfach gemacht werden muss, ja, damit wir dort Platz haben für neue Treibstofftanks. Und damit schaffen wir Platz. Ihr seht, wir haben Landebeine, Erzählsdüsen, einen Hitzeschild und vier Fallschirme an der Seite. Und das ist so ziemlich alles, was man benötigt, um ein Raumschiff wieder auf der Erde zu landen. Oder in dem Fall Treibstofftanks. An jedes Modul kommen jeweils zwei von den Treibstofftanks ran. Das heißt, hiermit können wir insgesamt sechs Treibstofftanks zurückbringen. Genauso viele sind gerade an der Station angedockt und die bringen wir dann zurück. Also, los geht's!
Und da sind wir wieder zurück auf der Erde. Wir sind gelandet mit unserer Avalon 7B. 1,5% sind noch übrig geblieben. Die Landung war ziemlich holprig, könnte man sagen. Ihr habt ja gesehen, selbst bei 2 Kilometern Höhe habe ich mich noch gedreht. Nicht besonders vorteilhaft, aber wir sind in einem Stück gelandet und das zählt. Also dann hätten wir das. Wir haben keine Erfolge bekommen, allerdings dann wahrscheinlich eine ganze Menge Missionserfolge, ja, von der MS Colony. Die hat ja selber quasi ganz viele Erfolge gespeichert. Dementsprechend wird das dann automatisch auf alle möglichen Raumschiffe übertragen, die da bei landen. Andocken, meine ich. Hier haben wir die ersten beiden Treibstofftanks. Das erste Set quasi. Da sind 66% Treibstoff noch übrig. Das können wir dann auch mal schnell einsammeln. Auch hier wieder haben wir dann dieselben Missionserfolge wie vorher. Und dann haben wir hier das zweite Set. Das hat 60%. Bisschen weniger. Fortsetzen. Und einsammeln. Wunderbar. Und hier haben wir das dritte Set. Auch wieder. Natürlich die Treibstofftanks. 67%, das ist also hier das höchste, was wir erreicht haben. Das können wir auch nochmal einsammeln. Und fortsetzen und nochmal einsammeln. Wunderbar. Dann hätten wir das. Gehen wir zu unserer MS Colony. Und die hat ein bisschen den Orbit schief gemacht, könnte man sagen. Versuchen wir das mal zu reparieren. So, wir sind bei der Apoapsis angekommen und dann erhöhen wir hier unsere Periapsis bis 55 Kilometer. Wunderbar. Und damit hätten wir es an sich. Also ich kann das hier nochmal schnell ein bisschen nachfüllen. Ja, dafür reicht das dann auch nicht mehr. Ich habe hier eine ganze Menge Treibstoff noch in diesen strukturellen Teilen gelagert, damit ich alles aus den Treibstofftanks selber rausholen kann. Das ist dann so ein bisschen Reserve. An sich könnte ich die auch in den Landemodulen reinpacken. Ich habe das jetzt erstmal da reingemacht. Also, dann hätten wir hier die Treibstofftanks gelandet. Wunderbar. Und das wäre es dann auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, endlich wieder zurück zu sein. Und das geht natürlich jetzt auch wieder weiter. Wie gesagt, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!